Schlägereien im Bus, brutale Angriffe auf Taxifahrer, Jugendliche, die sich in Bahnhöfen krankenhausreif schlagen. Immer wieder hören wir solche Nachrichten bei Radio RST. Gewaltausbrüche von Jugendlichen sind das Thema eines neuen Films, der dieses Frühjahr in Münster gedreht wird von einem Regisseur aus Rheine. RST-Reporterin Nicola Ziffus war gestern beim Casting in Münster dabei. Lass mich in Ruhe. Halt die Fresse! Spinnst du? Lern dich gefälligst, du Opfer! Jetzt komm mal klar! Lern dich, du Arschloch! Alter! Zwei junge Schauspieler proben die Einstiegsszene für den Film Du Opfer. Das Skript dazu hat die Münsteraner Drehbuchautorin Edda Klepp geschrieben. Beim Schreiben dachte sie auch oft an die brutalen S-Bahn-Schläger von München, die 2009 einen 50-jährigen Fahrgast totprügelten. Ein junger Mann, der einen anderen Jungen prügelt und am Boden auf ihn eintritt, und ein Geschäftsmann, der eben zufällig in diese Situation hineinkommt und eingreift und die Situation deeskaliert. Das ist der Ausgangspunkt des Films. Regisseur des Films Du Opfer ist der Rheinenser Detlef Muckel. Wir werden jetzt im Mai diesen Jahres drehen und wahrscheinlich wird der Film Sommer oder eher Herbst diesen Jahres fertig sein. Besetzt wird der Film überwiegend mit erfahrenen Schauspielern. Detlef Muckel und Edda Klepp wollen die Zuschauer mit ihrer Geschichte auch nachdenklich machen. Für mich interessant ist immer die Frage, warum passiert sowas und wo kommt das eigentlich her? Im Mai geht es los mit den Dreharbeiten. Die Infos zum Film gibt es im Netz. Du-Opfer.com. Hier ist Radio RST. Mein Name ist Katrin Berger.